Frau Doktor. Ja? Ich glaube, wir sollten jetzt los. Ah, ja. Ich komme. Die Verhandlung ist geschlossen. Herzlichen Glückwunsch zur ersten Verhandlung. Das ist aber eine Überraschung. Ja, herzlichen Dank. Prost. Prost. So, den Talar können Sie jetzt wieder ausziehen. Wie ist es denn gelaufen? Ohne Probleme. Ein 16-Jähriger hat mit seiner Schulfreundin ein Kind gezeugt und sie hat ihn auf Vaterschaft geklagt. Und? Ich habe ihn zum Vaterschaftstest geschickt. Heutzutage ist das ja alles sehr einfach. Grüß Gott. Na, endlich finde ich hier jemanden. Die soll ich hier abgeben. Oh, danke. Auf Wiedersehen. Arthur, er weiß, wie sehr ich Rosen liebe. Liebste Regine, der Abend mit dir war wundervoll. Wir können ja Ihnen. Ach, entschuldigen Sie bitte, danke. Wir sollten uns jetzt endlich um die Post kümmern, glaube ich. Das ist doch. Frau Doktor, was gibt's denn, Regine? Schauen Sie. Anzeige der Staatsanwaltschaft gegen Landeshauptmann Martin Reidinger. Jetzt kommt's. Fahrlässige Gefährdung des Tier- und Pflanzenbestandes. Ja, wieso hat denn der Martin Tiere und Pflanzen gefährdet? Der ist doch weder Jäger noch Landwirt. Ich ahne, worum es geht. Man hat den Reidinger wegen Anbaus von genmanipuliertem Mais angezeigt. Was? Ja, bitte herein. Guten Tag. Tag, Frau Beranek. Das ist aber eine schöne Überraschung. Mein Gott, Rosen, wie sehr ich Sie liebe. Ich habe mich bei meiner Frau Demmerlein abgemeldet. Gehe erst morgen wieder in die Kanzlei. Du hast heute einfach frei gemacht? Habe ich in meinem Leben viel zu wenig gemacht. Arthur, du überrascht mich neuerdings immer wieder. Das will ich auch hoffen. So, dann lies das gleich mal. Ich wollte dich deswegen sowieso schon anrufen. Fahrlässige Gemeingefährdung. Vorsätzliche und fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt. Verletzung der Amtspflicht. Paragraph 180, 181, 183 und dann noch der 302. Verletzung der Amtspflicht. Haben sich eine Menge Juristen den Kopf zerbrochen. Ne? Was war das Risiko? Ich habe, wenn du so willst, den Reidinger dazu angestiftet, das Gengesetz zu ignorieren. Ich verstehe nur nicht, wie du dabei so ruhig bleiben kannst. Das ist ein Teil meines Jobs für Callisto. Im Grunde haben sie mich genau dafür engagiert. Arthur, ich weiß, dass du dieses Gesetz für Schwachsinn hältst. Aber es ist nun einmal ein Gesetz unseres Staates. Und wir sind verpflichtet. Ah ja. Ein paar hysterische Fortschrittsängstler haben die Regierung dazu gebracht, ein Beschwichtigungsgesetz zu erlassen. Ja. Ich teile deine Ansicht nicht, das weißt du. Was soll's? Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Die Sache muss durchgezogen werden. Aber dein Ruf? Da sitze ich im selben Boot mit den Landeshauptmann. Stadtturm eröffnen. Ich habe einen Artikel in der Stadtzeitung geschrieben und daran will ich mich jetzt auch.
Jetzt haben wir doch alle Feierlichkeiten geplant. Der Stadtturm ist eine Attraktion für die Stadt. Nein. Ich rede mit denen. Ja, natürlich, ja. Mhm. Gut, ja. Ja, mache ich. Danke. Mhm. Das ist eine Überraschung. Ich muss dir etwas sagen, bevor du es aus den Nachrichten erfährst. Das klingt aber sehr dramatisch. Die Herrschaften von der Opposition haben mich bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Weswegen? Weil ich Anweisung gegeben habe, genmanipuliertes Saatgut auf den Landesgütern auszupflanzen. Es wird unangenehm werden. Und es wird einen gewaltigen Medienrummel geben. Du musst darauf vorbereitet sein, dass sie dich auf jeden Fall versuchen werden, damit hineinzuziehen. Hallo, das ist ja unser Herr Landeshauptmann. Du warst es, der mir verraten hat, stimmt's? Kleiner Scheißer. Ich weiß nicht, was du meinst, aber red ruhig weiter. Du hast zwar die Maiskolben anonym ins Labor geschickt, aber du bist dabei gesehen worden und man hat's mir gesteckt. Sag, wofür willst du dir eigentlich rächen? Denk einmal ein bisschen nach, dann kommst du vielleicht. Auf alle Fälle. Mit genmanipuliertem Mais bist du die längste Zeit Landeshauptmann gewesen. Und das tut dir sicher ein bisschen weh. Da ist du die gewaltig. Hauptsache, es erwischt dich auch einmal. Abwarten. Du wirst erleben, wer von uns zwei übrig bleibt. Was macht er denn da? Keine Ahnung. Er ist allein. Die Gelegenheit ist günstig. Ich weiß nicht. Doch. Komm los, sei nicht so feig. Ich sag's heute Abend meiner Mutter. Also gut, wenn's du unbedingt meinst, dann eben jetzt. Ja, wir bekommen Besuch. Hallo. Hallo, Arthur. Hallo. Was wird denn das, wenn es einmal fertig ist? Ich setze einen Baum. Aha. Ja, einmal im Leben soll ein Mann einen Baum gepflanzt haben. So groß? Ja, genau nach Angaben des Gärtners, weißt du? Die Größe des Ballens und das Loch doppelt so groß. Und warum lässt du nicht den Gärtner kommen? Weil das nicht dasselbe ist, weißt du? Einen Baum muss man selber pflanzen. Und wenn ich Glück habe, erlebe ich vielleicht im nächsten Jahr seine ersten Blüten. In 7, 8 Monaten. Arthur, irgendwas ist doch mit dir, oder? Nein, alles in Ordnung. Ach, entschuldige meine Neugier. Ich wollte mich nicht aufdrängen. Schon gut. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg. Ja. Goodbye, Arthur. Goodbye. Viel Spaß noch. Verfahr dich nicht. Hallo, Opa. Hallo. Darf man fragen, was du da machst? Graben. Ja, willst du dich bis nach Australien durchbuddeln? Ich pflanze einen Kirschbaum. Aha. Ja, drei Dinge soll ein Mann in seinem Leben gemacht haben. Buch schreiben, Sohn zeugen und einen Baum pflanzen. Dann kann er beruhigt abtreten. Wenn du das sagst. Ja, und jetzt pflanze ich halt einen Baum. Wie geht's denn in der Schule? Man kämpft sich durch. Was waren die jungen Mädchen? Was meinst du damit? Na ja, ich hab doch Augen im Kopf, du. Wandelst wie auf Wolken da. Muss ein weibliches Wesen dahinter stecken. Ja, hab wieder eine Freundin. Die, die immer nachts bei dir einsteigt, ne? Du weißt es? Na, auf Dauer lässt sich das nicht verbergen, ne? Weiß Julia auch davon? Nein. Ist sie jetzt hier? Ja, sie wartet auf meinem Zimmer. Na gut. Dann geh zu ihr. Wofür soll denn der Pfosten gut sein? Junge Bäume müssen gestützt werden, sonst fallen sie beim ersten Windhauch gleich um. Und das wäre doch schade, nicht? Da bist du nicht meiner Meinung. Ich wollte dir was sagen. Das habe ich mir gedacht. Was denn? Ich werde Vater. Bist du wahnsinnig? Das sagst du mir ohne Vorwarnung?
Entschuldigung, ich hätte geglaubt, du nimmst das etwas lockerer auf. Noch lockerer. Ihre Regel ist schon seit 3 Wochen überfällig. Es ist ja so gut wie sicher. Sag ich doch. Wer ist denn die Glückliche? Ja, du kennst sie, die Susi, die Tochter vom Struppreiter. Welt ist kleiner, als man denkt. Ja. Wie soll man das Julia beibringen? Also ich sag sie auf keinen Fall. Außerdem findest du als Anwalt sicher passendere Worte dafür. Da überschätzt du meinen Berufsstand aber enorm. 9 Monate. Das könnte noch ausgehen. Bitte was? Ach nichts, ich sagte nur 9 Monate. Ja, außer es wird eine Frühgeburt. Wieder schauen. Hm? Bye, bye. Regine? Frau Bernig. Ah, Sie gehen auch schon. Ja, Regine, die Staatsanwaltschaft hat einen Antrag auf Voruntersuchung gestellt. Wir müssen den Reidinger vorladen. Da führt kein Weg dran vorbei. Gut, mach ich sofort. Ja. Gibt's noch was, Frau Doktor? Regine, ich kann diese Voruntersuchung nicht führen. Bitte stimmen Sie den Termin mit dem Dr. Neubauer ab, ja? Natürlich. Gut, Regine. Und schönen Abend noch. Ihnen auch. Arthur, was machst du denn da? Du magst doch Obstbäume und jetzt kriegst du noch einen. Danke. Ich hab gar nicht gewusst, dass du das vorhast. Das sollte eine Überraschung sein. Nächstes Frühjahr wird hier dein Lieblingsbaum blühen. Eine Kirsche? Ja. Aber warum hast du dich denn zur Gartenarbeit nicht umgezogen? Du hast sogar deine besten Maßschuhe an. Nichts hält ewig. Das ist mir schon klar, aber so. Weißt du, ich wollte mir die Stelle nur mal ansehen und da ist es so einfach mit mir durchgegangen. Ich dachte immer, deine Schuhe sind dir heilig. Das sind sie auch. Stehst du bequem? Ja, danke. Bist du völlig entspannt? Also hör mal, was soll das? Nein, das ist wichtig. Komm mal. Der Wolfgang, der hat eine neue Freundin, die Susanne Struppreiter. Und der hat... Der Wolfgang hat die Susi als neue Freundin? Ja. Das ist aber schön. Das freut mich. Du, der hat lange genug an seinem ersten Liebeskummer gekaut. Ja, den hat er auch gründlich überwunden. Ich glaube, mit der Arbeit, das reicht jetzt. Das ist doch kein Grund zur Aufregung. Die Susi ist doch ein sehr nettes Mädchen. Ja, das ist sie in der Tat. Und was Wolfgang so von ihr erzählt. Er hat dir von ihr erzählt? Ja. Das finde ich aber schön, wenn Männer sich einander anvertrauen. Du, es dürfte da jetzt überhaupt eine neue Generation heranwachsen, die viel klarer zu ihren Gefühlen steht. Nicht nur zu ihren Gefühlen. Nein, die Sache ist, Wolfgang erwartet. Entschuldigung, bitteschön. Wollte ich fragen, ob Sie mich morgen Nachmittag brauchen, weil würde ich gerne machen einen Besuch. Bitte, Anita, Sie haben doch sowieso morgen Ihren freien Tag. Dankeschön, Frau Doktor. Habe ich ganz vergessen. Ja, was wolltest du sagen? Was erwartet der Wolfgang? Ich vermute, er erwartet, dass wir für seine neue Situation Verständnis haben. Na, aber sicher. Ist doch auch vollkommen normal, wenn ein junger Mann in Wolfgangs Alter eine Freundin hat. Oder denkst du da anders? Nein, nein. Also, da muss ich mich erst einmal hinsetzen. Ja, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Wie kann man denn nur so blöd sein? Jetzt reg dich wieder ab, Mama. Also wie Krankenschwester werden und weiß nicht einmal, wie man verhütet. Ich vertrage halt die Pille nicht und er hat auch nicht immer aufpassen können. Und wer ist das, der nicht aufpassen kann? Na, der Wolfgang natürlich. Welcher Wolfgang? Der Wolfgang Laubach. Ja, bist du denn total verrückt geworden? Der ist ja noch ein Schulbub. Das ist ja Verführung Minderjähriger. Wie lange weißt du es denn schon? Die Regel ist schon 3 Wochen überfällig. Na gut, da geht sicher alles noch aus. Abtreiben tue ich auf keinen Fall. Ja, aber du kannst doch nicht von einem 16-Jährigen ein Kind bekommen. Doch, du siehst doch, dass es geht. Und außerdem ist er schon fast 17. Jetzt wird bloß nicht frech. Ich werde nicht frech, Mama. Ich krieg bloß ein Kind. Andere Eltern würden sich für mich freuen. Hm.
Entschuldige, aber ich hatte geklopft. Weiß sie es schon? Es war noch keine Gelegenheit. Sie ist ein bisschen überarbeitet. Komm ich doch nicht rein, ich beiße nicht. Guten Abend. Und? Ich hab's gerade meiner Mutter erzählt. Die sieht das gar nicht locker. Sie ist auf dem Weg zu meinem Vater. Das Leben ist wunderbar. Die Lawine rollt. Einfach einen blöden Witz. Du weißt, dass ich mit sowas keine Witze mache. Das sagst du mir so einfach. Wie hättest du denn sagen sollen? Anders halt, nicht so direkt. Da kann man ja gleich einen Herzanfall kriegen. Du hast ein starkes Herz, Heinz. Und wer ist der Vater? Du kennst ihn. Der Wolfgang Laubach. Was? Das gibt's doch gar nicht. Wolfgang wird Vater. Ja, und deine Tochter Mutter. Aber der ist doch erst 16. Fast 17. Das hätte ihm gar nicht zugetraut. Eine bessere Schwiegerfamilie hätte sie sich gar nicht aussuchen können. Das ist ja fantastisch. Sowas muss man ja sofort feiern. Komm, jetzt übertreib nicht gleich. Weiß die Julia schon Bescheid? Ich glaube nicht. Ich werde sie sofort anrufen. Das müssen wir schon dem Wolfgang überlassen. Ich hoffe, sie will nicht abtreiben. Das kommt für sie überhaupt nicht in Frage. Gott sei Dank. Auf so ein Kind kann man stolz sein. Das ist aber nicht sehr charmant, was man hier über Sie und meinen Mann zu lesen bekommt. Ich habe auch schon mehr gelacht. Ihre Gegner werden Sie zu schlachten versuchen, wie man so schön sagt. Das werden Sie. Abwarten, ob es Ihnen gelingt. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, wenn Sie Ihr Geständnis hier unterschreiben, kommt es zu einer Gerichtsverhandlung und höchstwahrscheinlich auch zu einer Verurteilung. Das ist mir klar. Darf ich Sie um etwas zum Schreiben bitten? Bitte. Wie habe ich jemals annehmen können, dass Sie sich aus der Sache herausreden werden? Ja, Sie Vorurteile gegen Politiker. Aber ab und zu gibt es auch in meiner Zunft welche, die den Begriff Verantwortung ernst nehmen. Also dann danke ich Ihnen für Ihre Kooperation, Herr Landeshauptmann. Die Mitschrift Ihrer Aussage wird Ihnen so bald wie möglich zugesandt. Wir sehen uns wieder vor Gericht. Danke, Herr Doktor. Das war jetzt die kürzeste Vorerhebung, der ich je beigewohnt habe. Und für die Verhandlung wünsche ich Ihnen viel Glück. Na, ich denke doch, dass mich Ihr Herr Gemahl nicht schutzlos den Wölfen überlassen wird. Lena! Bis 17 Uhr muss das fertig sein. Lena, wir werden es versuchen. Ja? Moment, nehmen Sie das? Was ist denn? Hast du eigentlich gewusst, dass Sie gegen meinen Vater eine Gerichtsverhandlung eröffnet haben? Ja. Hast du das gesehen? Ich kenne das. Ja, das ist schon ein bisschen beschissen, dass man aus der Zeitung erfahren muss, was in der eigenen Familie passiert. Willst du damit andeuten, dass das meine Schuld ist? Früher hat mein Vater mehr mit mir gesprochen. Also den Vorwurf könnte er dir auch machen. Ich hätte nur gern gewusst, wenn Sie meinen alten Herrn verknacken. Aber es schied ihm wahrscheinlich recht. Solltest du nicht den Ausgang des Prozesses abwarten, ehe du deinen Vater verurteilst? Also manchmal geht mir deine Gutmenschlichkeit wirklich auf die Nerven. Sebastian, ich weiß, die Geschichte mit deiner Helga ist nicht einfach für dich. Aber könntest du dran denken, dass dein Vater auch Sorgen hat? Guten Morgen, Frau Dämmerlein. Geben Sie sich keine Mühe.
Ich habe die Zeitung bereits gelesen. Hoffentlich nicht auf nüchternen Magen. Nicht nett, was die da über mich schreiben. Winkeladvokat-Lobbyist. Nicht besonders nett? Das kommt einer öffentlichen Hinrichtung gleich. Das ist eine Art von Journalismus. Eine Frechheit ist das. Irgendjemand hat da mal geschrieben, egal was man über dich schreibt, Hauptsache man schreibt den Namen richtig. Ich finde es nicht besonders klug, dass Sie Herrn Reidinger auch noch vor Gericht vertreten werden. Sie verzeihen, wenn ich mich da einmische. Frau Dämmerlein, wir sollten uns wieder beruhigen. Jetzt schon? Warum denn nicht? Wahrscheinlich haben Sie recht. Trinken wir auf bessere Kritiken im alten Lebenstheater, bevor der Vorhang fällt. Zum Wohl. Na? Herr Reidinger, was wissen Sie über die Geschäfte des Vaters? Herr Reidinger, wie ist Ihre Stellungnahme? Die Öffentlichkeit hat ein Recht. Was halten Sie von der Gentechnik? Als Frau des Landeshauptmanns müssen Sie doch Bescheid wissen. Herr Bürgermeister, als Frau des Landeshauptmanns müssen Sie doch Bescheid wissen. Was bedeutet das für Ihre weitere politische Karriere? Können Sie das respektieren? Bitte. Bitte, meine Stellungnahme. Können die Öffentlichkeit hat ein Recht. Können Sie das respektieren? Damit eröffne ich die Verhandlung. Die Republik Österreich gegen Herrn Diplom-Ingenieur Martin Reidinger. Für das Protokoll erst das Personale. Diplom-Ingenieur Martin Reidinger, geboren am 28. Mai 1940, derzeitiger Beruf Landeshauptmann von Niederösterreich. Das ist richtig. Dann bitte ich jetzt den Herrn Staatsanwalt, die Anklage zu verlesen. Der Angeklagte, Diplom-Ingenieur Martin Reidinger, wird beschuldigt, die Verbrechen nach § 177, fahrlässige Gemeingefährdung, Paragraph 180 und 181, vorsätzliche und fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt, Paragraph 182 und 183, fahrlässige und andere Gefährdung des Tier- und Pflanzenbestandes, sowie Paragraph 302, strafbare Verletzung der Amtspflicht und verwandte strafbare Handlungen begangen zu haben. Angeklagter, bekennen Sie sich dieser Delikte für schuldig oder nicht schuldig? Außerdem ist sich mein Mandant sicher, dass über kurz oder lang dieses Saatgut überall Verwendung finden wird. Und da wollte er den Bauern in dieser Region einen gewissen Startvorteil sichern. Dazu steht er auch, wenn er dabei ein Verwaltungsdelikt begangen hat. Und sehen Sie, Herr Rat, die Wahrheit ist doch die, dass die Herrschaften von der Oppositionspartei, nach einer Möglichkeit suchen, mich in Misskredit zu bringen und mein Image zu beschmutzen. Sie wollen meine Wiederwahl zum Landeshauptmann verhindern, weil ich Gutes für das Land geleistet habe. Herr Landeshauptmann, ich verwarne Sie. Niemand wird in meinem Gerichtssaal eine Wahlveranstaltung abhalten. Politik ist hier nicht das Thema. Haben wir uns verstanden? Und Sie werden mir als Politiker nicht verbieten, mich mit politischen Argumenten zu verantworten. Ruhe! Ruhe! Diesen Leuten ist doch jedes Mittel recht. Und Sie sehen, dass Ihre Taktik hervorragend Erfolg hat. Ruhe! So schaut's aus. Ruhe im Gerichtssaal! Frau Doktor? Ja? Kann ich Sie kurz sprechen? Ja, sicher. Ich habe während der Verhandlungen einen Entschluss gefasst und den möchte ich Ihnen mitteilen. Ja? Ich werde als Landeshauptmann zurücktreten. Sie überraschen mich, Herr Reidinger. Das Urteil steht doch noch aus. Ich weiß, dass ich gegen jedes Urteil Berufung einlegen kann und den Prozess durch alle Instanzen jagen und so auf Jahre verzögern, aber ja, das ist nicht der Punkt. Sondern? Der Prozess war nicht die beabsichtigte Folge meiner Handlungen. Und diese möchte ich verantworten. Das ist mir wichtiger, als an diesem Amt zu kleben. Ich verstehe Sie, Herr Reidinger. Und ich muss sagen, dass mir Ihre Haltung Hochachtung abbringt. Und so befindet das Gericht den Angeklagten in allen angeführten Punkten für schuldig.
Das Gericht verzichtet auf die Höchststrafe von 3 Monaten Arrest und verurteilt den Angeklagten zu den dafür vorgesehenen 180 Tagessätzen. Angeklagte, nehmen Sie das Urteil an? Die Verteidigung bittet um 3 Tage Bedenkzeit. Herr Landeshauptmann, Sie sind Schluss geendet. Werden Sie dieses Urteil Berufung einlegen? Nur die Ruhe, meine Herrschaften, nur die Ruhe. Herr Landeshauptmann, was sagen Sie zum Verlauf dieses Prozesses? Sie werden alles rechtzeitig erfahren. Herr Landeshauptmann, fühlen Sie sich von den Medien vorverurteilt? Gutes Statement, bitte. Glauben Sie noch an die Rechte? Nein. Hat das Auswirkungen auf diese Region? Denke nicht. Was sagt Ihre Frau dazu? Na, fragen Sie doch meine Frau. Herr Landeshauptmann, noch eine Frage für TV3. Woher kommt das Satz? Meine Herrschaften, ich war immer davon überzeugt, dass ein Politiker unbescholten sein muss, damit er glaubwürdig ist. Da ich heute verurteilt wurde und gegen dieses Urteil keine Berufung einlegen werde, ziehe ich daraus die Konsequenz und trete als Landeshauptmann zurück. War dieser Rücktritt schon lange geplant? Natürlich. Sie sehen doch, ich habe die Baustelle extra dafür einrichten lassen. Ich muss gehen. Jede Menge. Wie sieht es mit Ihrer politischen Zukunft aus? Das werde ich mit meinen Parteifreunden besprechen. Dazu gibt es eine eigene Pressekonferenz. Herr Landeshauptmann. Ja, du hast eine Verwarnung bekommen. Ich weiß. Außerdem kündigt mir die Staatsanwaltschaft eine Anzeige wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch an. Du, nach dem heutigen Urteil kann das Probleme geben. Vermutlich, ja. Ich bewundere deine Gelassenheit. Es gibt Wichtigeres im Leben. Arthur, trink doch nicht diesen kalten Kaffee. Die Frau Beranek macht dir sofort einen frischen. Ich würde gerne mit dir über Wolfgang reden. Ja, ich weiß, er möchte nächsten Sommer alleine nach Amerika fahren. Aber dafür ist er mir nun doch noch ein bisschen zu jung. Was meinst du? Oder hat er dich hergeschickt, um mich herumzukriegen? Wenn man will, könnte man es auch so ausdrücken, ja. Vielleicht möchte er noch seine neue Freundin, also ich meine die Susanne, mitnehmen. Das wäre durchaus vorstellbar, ja. Na, auf keinen Fall, Arthur. Also wenn wir das zulassen, dann kommen die beiden womöglich noch mit einem Kind nach Hause. Na, auf keinen Fall. Wir können doch die Verantwortung dafür gar nicht übernehmen. Wo du recht hast, hast du recht. Was soll ich noch sagen? Ich muss jetzt los. Ja, ja, aber wir sehen uns doch am Abend, nicht? Ja, aber es kann später werden und warte bitte nicht mit dem Abendbrot auf mich. So, das war's, meine Herrschaften. Jetzt habe ich mal Bier verdient. Prost! Starker Abgang, Vater. Ja, das habe ich machen müssen. Wo ist denn die Lena? Zur Rathaus gegangen, kennst du ja. Danke sehr. Brauch sie heute nicht. Schade, dass das alles so gekommen ist. Sie waren ein angenehmer Chef. Danke. Na, was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Ich werde zuerst einmal wahrscheinlich meine Freiheit genießen. Kannst du das überhaupt? Du, ich bin frisch verheiratet. Außerdem kann ich mich ja noch in unserer Firma wichtig machen. Genug, einfach genug. Ich finde richtig, was du gemacht hast. Dann geht's mir gut. Kleine Stärkung? Ja. Danke sehr. Politik ist ein hartes Pflaster. Aber mir macht sie immer noch Spaß. Das hoffe ich. Sonst kann man diesen Beruf auch nicht ausüben. Sie, Herr Chef. Ich muss mir wieder mal ein bisschen in der Firma umschauen, wie es so geht. Ja, danke, Eckhardt. Kommen Sie jetzt wieder öfters? Sollte? Schlecht wird es sicher nicht. Sag, seit wann loben wir in der Firma so viel Ziel? Die kommen da normalerweise gleich auf die Baustelle. Also das dürfen Sie mich nicht fragen.
Da müssen Sie sich schon an den Chef Junior wenden. Ah ja, gut. Servus. Wiederschauen. Warum musst du dich da einmischen? Du hast doch überhaupt keine Ahnung von unserer aktuellen Disposition. Dann zeig sie mir halt. Ist doch kein Geheimnis, oder? Aber willst du mich jetzt kontrollieren? Ich möchte wissen, wie es unserer Firma geht. Das habe ich dir doch schon gesagt. Ja, Gott, noch einmal, ich muss mich hier permanent mit einer selbstgerechten und perfekten Ehefrau herumstreiten. Jetzt kommst du daher und machst auch noch deinen Senf dazu. Ich bin nun mal ein paar Jahre länger im Geschäft wie du. Warum willst du dir meine Erfahrung nicht zunutze machen? Weil ich meinen eigenen Führungsstil entwickeln muss. Du hast mich als Geschäftsführer ernannt. Und jetzt vertraust du mir nicht. So geht das nicht. Sag, was stört dich an Lenas Korrektheit? Ich habe gedacht, ihr arbeitet gut zusammen. Bleibt mir was anderes übrig? Langsam verstehe ich, was Lena meint, wenn sie von deiner Launenhaftigkeit erzählt. Sag, was ist denn los, Sebastian? Es geht doch ums Geschäft. Du brauchst dich von mir nicht zu profilieren. Weißt du was, Vater? Nachdem du mit deinem selbstherrlichen Stil in der Landespolitik gescheitert bist, glaubst du, kannst dich hier wieder wichtig machen. Gut. Aber ohne mich. Sebastian! Ohne mich! Ja, sei doch nicht so stur, Sebastian! Eine ruhige Gasse. Ja, die Gegend ist ziemlich ruhig. Und ein Schnapsel hast du auch im Haus, Gustel? Natürlich habe ich ein Schnapsel im Haus. Ich werde dich doch nicht einladen und dann kein Schnapsel im Haus haben, Schatz. Na, kann man bei Männern nie wissen. Doch. So, bitte. So, da sind wir. Verneid ja, Mike. Gustel! Ja? Wie kann ein zivilisierter Mensch so hausen wie in einem Schweinestall? Na ja, ich habe eh geputzt. Du weißt gar nicht, wie das gestern noch alles ausgeschaut hat. Na, das will ich besser gar nicht wissen. Sonst könnte ich haben nicht mehr so gute Meinung von dir, Gustel. Ja, das ist halt so, wenn ein Mann allein leben muss, nicht? Ich bin eh meistens im Dienst. Manchmal, da koche ich mir was und dann tue ich ein bisschen Fernsehen und dann hau ich mich eh gleich in die Hacken. Hau in was, bitteschön? Ich gehe dann früh schlafen. Verstehe. Und wenn du früh gehst schlafen, dann nicht mehr siehst du das ganze Dreck. Ja, genau. Und da ist die Küche. Oh nein, nein. Ich meine, ja. Aber, ja, trink jetzt, was ich bringe. Gustel, sei nicht kindisch. Naja, die Küche habe ich noch nicht geputzt. So geht das nicht, Gustel. Naja, das sehe ich auch so. Wenn du schon eine Dame einladest in deine Wohnung, na, dann ist doch nur selbstverständlich, dass Wohnung ist tipptopp. Ja, also für meine Verhältnisse, naja, bis auf die Küche. Ich nicht gehe hier früh schlafen und ich nicht bin blind, Motzikam. Naja, ich habe mir halt gedacht, du könntest mir vielleicht ein bisschen helfen. Du hast aber ganz falsch gedacht, Motzikam. Schau, ich wirklich gerne putze und koche für Familie Laubach, weil das ist mein Job. Aber wenn ich eingeladen werde, nicht daran denke ich zu arbeiten. Du sicher, du verstehst eh das schon. Attacco, servus, Gustel. Servus. Was für eine Überraschung! Komm doch rein! Ich habe soeben einen neuen Herd geliefert bekommen, kenne mich aber überhaupt nicht damit aus. Vielleicht kannst du mir helfen? Kann ich irgendetwas für dich tun? Ja. Sag mir neues Leben.
brauche dringend jemanden, der mir zuhört, sonst. Sonst ersticke ich einfach dran. Oh. Das sieht sehr böse aus. Weiß das Juli? Ich hab's schon oft versucht, aber ich bringe es einfach nicht übers Herz, es ihr zu sagen. Du bist jetzt die Einzige, die es weiß. Ich bin wie gelähmt, weißt du? Es ist so, als ob das alles jemand anderem passiert und ob ich mir da bei selber zuschaue. Jedes Mal, wenn ich ihr davon erzählen will, dann wird mir bewusst, wie schön unser Leben ist. Ich schaue sie an und bringe es einfach nicht fertig, dieser wunderbaren Frau zu sagen, dass das kein Jahr mehr dauern wird. Du musst es ihr sagen. Du bringst sie sonst um die Chance, sich darauf vorzubereiten. Ja, soll ich ihr sagen, liebe Julia, überleg dir schon mal, wie du das alles alleine schaffst. Ich werde bald nicht mehr vorhanden sein. Du bist ein Gentleman der alten Schule. Du hast immer für deine Frau und Familie gesorgt. Und jetzt lasse ich sie im Stich. Du gibst dir doch nicht selbst Schuld an deiner Krankheit, Arthur. Das ist absurd. Es ist vielleicht hart, aber ich muss dir eines sagen, du betrügst dich damit selbst. Du wirst Julia ins Vertrauen ziehen müssen. Aber zuerst musst du dich deiner Angst stellen. Hast du sie schon gespürt? Ich weiß es nicht. Du musst irgendwann einmal zugeben, dass du nicht alles mit Haltung bewahren meistern kannst. Ihr habt eine gemeinsame Harmonie gefunden, aber die ist ab jetzt zu Ende. Damit müsst ihr lernen, umzugehen. Schon langsam bekomme ich Hunger. Das habe ich erwartet. Ich habe zwar einen neuen Herd, aber ich kann noch nicht damit umgehen. Da wollen wir doch mal versuchen, das Problem gemeinsam zu lösen. Tja. Meine Krankheit wird irgendwie wirklich, seit ich darüber rede. Mein Gott, wenn ich dran denke. Danke. Vor kurzem habe ich Carlos noch gute Tipps gegeben, dass es keinen Sinn macht, mit seinem Schicksal zu hadern. Warum ich? Und gerade ich? Ist doch ziemlich lächerlich, oder? Nein. Nur menschlich. Ich habe das Gefühl, du solltest einmal richtig loslassen. Lauf in den Wald, mach irgendetwas, aber hör auf, dich mit deinen Gedanken zu quälen. Guten Appetit. Danke gleichfalls. Dann könntest du sicher auch leichter mit Julia darüber reden. Es ist so unbegreiflich, weil ich noch keine Beschwerden, Schmerzen habe, also noch nicht. Mein Gott, wenn ich daran denke, zu leiden und dahin zu siechen, da bringe ich mich lieber um. Endokost ausgezeichnet. Danke. Und wie du den Käse gerieben hast, das war sehenswert. Aber so konnte es doch nicht weitergehen. Wir können die Sache nicht einfach so anstehen lassen. Die Julia muss es endlich erfahren. Aber ich hab's dem Wolfgang gesagt, dass wir von unserer Seite aus nichts machen werden. Wie steht er denn sonst da? Aber wenn der Rotzbub nicht den Schneid hat, seiner eigenen... Der Wolfgang ist kein Rotzbub, der ist der Vater meines Kindes. Wenn ich jetzt sein Maul daheim aufmachen kann, aber bitte. Ach, du brauchst wirklich nicht so über den Wolfgang reden, Heinz. Naja, weil es wahr ist. Ja, aber eins ist sicher, die Julia muss es erfahren. Ich denke, das Beste wäre, wir würden uns demnächst bei ihr zum Essen einladen. Wir brauchen noch ein Gedeck, Anita. Ich habe Anne auch eingeladen. Sie bringt einen echten amerikanischen Apfelkuchen mit. Bitte schön, das überhaupt nicht notwendig ist. Gleich ist fertig echte ungarische Apfelkuchen, wenn es gewünscht. Anita, wir wissen doch alle, was Sie für einen wunderbaren Apfelkuchen auf den Tisch zaubern können. Aber Anne wollte einfach ein besonderes Gastgeschenk mitbringen. Oh, verstehe. Na, bin ich doch neugierig, wie Amerikaner Kuchen backen. Also ich habe ja gern Gäste, aber wie sie sich alle selber eingeladen haben, das ist doch ein bisschen seltsam. Ob es dafür einen besonderen Grund gibt? Wer weiß das schon? Na, es wird sich ja bald herausstellen. Früh genug.
Was meinst du? Entschuldige, ich war in Gedanken. Das bist du öfter in letzter Zeit, Arthur. Liebt er mich oder nicht, hä? Wo ist denn die Susi? Im Bad. Jetzt mach schon! Wir können die Julia nicht so lange warten lassen, wenn wir uns schon selber eingeladen haben. Mal kurz, bitte mal helfen. Ich bin gleich fertig. Ja, Herrschaftszeiten, so geht es nicht. Ist alles in Ordnung, Susi? Ja. Manchmal dauert das Schminken halt ewig. Ja, das stimmt, ich bin auch noch nicht fertig. Komm, jetzt setz dich doch halt hin. Was dauert denn da so lang? Schaust eh gut aus, so wie du ausschaust. Susi, jetzt mach aber wirklich ein bisschen. Die Julia wird dich schon nicht auffressen. Außerdem sind wir ja auch noch da. Und es gibt Schlimmeres, als Kinder zu kriegen. Ich komme mit dem Rad nach. Meiner Leid. Hallo, Julia. Mir ist leider der Apfelkuchen verbrannt. Ich weiß nicht, was mit dem Backrohr los ist. Es entwickelt eine höllische Hitze. Verbrenn dir nur nicht die Finger. Also werde ich mich verspäten. Gut, ich werde es sagen. Fangt schon ohne mich an. Anne verspätet sich. Sie sagt, ihr neues Backrohr entwickelt eine höllische Hitze und da ist ihr der Kuchen verbrannt. Das soll sie doch ohne Kuchen kommen. Das macht sie doch nicht. Dazu ist sie zu ehrgeizig. Und wir sollen schon mit dem Essen beginnen. Also los, Anita. Ich habe schon einen riesen Hunger. Schön, nicht? Ja, doch. Doch, das ist wirklich sehr gut. Nein? Ja. Nein, schmeckt köstlich. Das ist ganz fantastisch. Wirklich klasse. Schon lange nicht mehr so was Gutes gegessen. Na, diese ungarischen Spezialitäten eingraben lassen möchte ich mich darin. Diesmal aber nur ist ein Fertiggericht. Ah, wirklich? Schmeckt gar nicht danach. Das schmeckt so, so hausgemacht. Gar nicht fabrikmäßig. Wirklich erstaunlich, was da jetzt schon so alles auf den Markt kommt. War die Idee von Frau Dr. Laubach. Sehr gute Idee. Das erste Fertiggericht, das mir schmeckt. Das ist köstlich. Er glaubt das wirklich. Hat ihr noch niemand geglaubt. Ja, was ist denn jetzt wieder los? Also, du hast das wirklich geglaubt, so was Blödes. Also, das stimmt gar nicht. Und ich falle auch noch darauf rein. Guten Abend. Darf man mitlachen? Ja, guten Abend. Da ist dein Platz. Aber aufgrund meiner Autorität verbiete ich, diese Geschichte weiterzuerzählen. Mhm. Ich glaube, ich werde Anne mit dem Auto abholen. Wenn die auch noch herradeln muss, dann kann sie dieses herrliche Essen ja nur noch kalt genießen. Mhm. Bitte macht weiter. Ich bin gleich wieder da. Weiß ihr schon? Seid ihr deswegen so ausgelassen? Nein, es ergab sich noch keine Gelegenheit. Gott sei Dank. Ich habe nämlich die Regel bekommen. Bist du sicher? Ja, ich konnte es selbst fast nicht fassen. Naja, wir können es ja gleich nochmal versuchen. Und das steht euch. Dann könnt ihr aber die Suppe selber auslöffeln. Bitte schön, ich verstehe kein Wort. Ich habe mir gedacht, ich hole dich mit dem Auto. Sonst bekommst du ja heute überhaupt nichts zu essen. Der Kuchen ist im Rohr und in 5 Minuten fertig. Schön hast du es her. Wie du das in so kurzer Zeit geschafft hast, das ist mir wirklich ein Rätsel. Schau dich nur um, ich komme gleich nach. Thank you.
Professor Dr. Leopold Kranz. Befundbericht. Dr. Arthur Lauber. Geborener. Nein. Nicht. Nein. Onkel. Nein.